Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren. Bürgerbeteiligung ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Nur man sollte sich nicht an den Prozenten vergucken und die Prozente als stark darstellen. Wenn man dabei die Nein- und Enthaltungsstimmen mit berücksichtigt, man hat dann keine 70% erreicht, die für eine Bebauung stehen. Diese Prüfung des Architekturwettbewerbs sehen wir als Verschwendung von Steuergeldern. Der See soll seine Struktur, wie er jetzt ist, auch so behalten. Wenn man Vorhaben rund um den Salzgittersee hat, wieso hat man nie Gespräche mit der Bürgerinitiative Salzgittersee geführt, um Ideenaustausch oder irgendwas Gemeinsames zu planen? Die Bürgerinitiative, die sich stark einsetzen tut, die wurde nie an so einem Prozess beteiligt und das ist traurig. Eine andere Sache auch noch, Bebauung am Salzgittersee würde auch das Klima in der Innenstadt massiv ändern, da der Seewind ausbleiben wird. Das merkt man in den heißen Sommertagen. Und noch ein Aspekt, Sie reden hier, es soll keine Bebauung passieren, Sie möchten das, ich sehe das so, Sie wollen da ein Elitärmilieu ansiedeln, die halt einen dicken Geldbeutel haben und würde mich freuen, wenn Sie das auch ausführlich hier sagen würden. Da würde auch dieser eine Aspektpunkt dann entstehen, wenn zum Beispiel die Hausbesitzer, sollen sie dann bei jeder Ruhestörung die Ordnungshüter auf Trab halten, weil sie wissen, wir haben den Piratenspielplatz dort, Leute grillen dort. Soll das Grillen geruchsneutral sein? Das ist eine Frage an mich, an Sie. Deswegen frage ich das. Und nicht, aber wird es so kommen? Vielleicht stört sich ja jemand da dran und so. Dann wird vielleicht das Grillen verboten werden. Okay, in heißen Tagen verstehe ich das, ne? Für die Sicherheit, ne? Aber wenn da zum Beispiel Bohrungen sind, ob das dann noch so sein wird? Also wir sagen ganz klar als Ratsfraktion Die Linke, Natur anstatt Betonbebauten. Vielen Dank. Wir würden den Antrag ablehnen und hoffen, dass Sie sich noch mal umentscheiden. Meine Vorredner haben ja zum Teil über diese Wohnbebauung gesprochen und haben von 5 Einzelflächen da gesprochen. Es ist richtig, dass im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung der erste Entwurf von den Architekten, der ziemlich dilettantisch war und dann die Fläche des Salzgittersees um ca. 10% noch mal erweitern wollte, dass der relativ schnell von der Fläche, von dem Vorschlag da verschwunden ist. Es ging hinterher bei den Unterlagen, auch die veröffentlicht wurden, um 5 Einzelflächen. Welche sind diese 5 Einzelflächen und wie bewertet man diese Einzelflächen? Es ging einmal um die Wiese neben dem Piratenspielplatz. Da sehen wir als Linke eine ziemlich starke Konfrontationssituation, wenn diese Wiese bebaut werden würde. Erstens steht die nicht mehr zur Erholung zur Verfügung, zum Grillen oder auch zum Sonnen und Ähnliches. Und gerade im Sommer, Frühjahr, Herbst spielen Kinder natürlich am Piratenspielplatz und da ist dann entsprechender Konflikt vorprogrammiert. Der KOD muss sich da nicht aufhalten, von daher ist diese Fläche nicht geeignet. Die zweite Fläche betrifft die Wiese am Stadtbad. Wenn die Türen im Sommer offen sind, sind auch hier Konflikte wegen dem Lärm vorprogrammiert. Auch diese Fläche ist nicht geeignet. Welches ist die dritte Fläche? Das ist die Fläche in der Nähe der Jugendfreizeitstätte. Jugendliche sind abends schon mal laut, da wird laute Musik gemacht. Die Straße von Lebenstedt zum Fredenberg führt doch vorbei. Nach meiner Kenntnis ist das die höchstbefahrene Straße in ganz Salzgitter. Und dazu auf der anderen Seite gibt es noch die Humboldtstraße, auch relativ stark befahren. Auch hier ist diese Fläche allein schon von dem Verkehr und von der möglichen Interessenkollision mit der Jugendfreizeitstätte überhaupt nicht geeignet. Die vierte Fläche ist die Fläche neben dem Krankenhaus. Wenn man dort eine Bebauung vorsieht, dann kann das zur Folge haben, dass gerade an heißen Tagen der Luftaustausch vom Salzgittersee in die Innenstadt von Lebenstedt, der im Grunde ein starkes Aufheizen entsprechend noch mal reduzieren kann, dass dieser Luftaustausch eingeschränkt wird oder auch verhindert wird. Von daher, auch unsere Analyse, ist diese Fläche eigentlich auch nicht geeignet. Und dann gibt es noch eine fünfte Fläche, die ist etwas weiter hinten zwischen Humboldtstraße und der Fuse. Dort ist nach wie vor, wie gesagt, die Humboldtstraße vorhanden mit relativ starkem Autolärm, auch am Wochenende und Ähnliches. Und von daher kommt diese Fläche eigentlich auch nicht in Frage. Das heißt,
die Kosten, die man hier einplant oder ausgeben will für einen Architekturwettbewerb, das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld. Wir hatten in den vorgehenden Fachausschüssen die Diskussion darüber, soll eine Antwort der Verwaltung auf eine MBS-Anfrage abgewartet werden, wo die Verwaltung sich nochmal äußert, welche Kosten entstehen denn durch so einen Architekturwettbewerb. Dort wurde in den Fachausschüssen jeweils gesagt, wir warten ab, wir stellen diesen Antrag zurück, wir wollen erst die Antwort von der Verwaltung hören. Vorhin im Verwaltungsausschuss hieß es dann, nein, wir wollen heute abstimmen, deswegen steht der Antrag hier wieder zur Diskussion und auch zur Abstimmung. Ich denke, es ist der falsche Weg. Die Flächen insgesamt sind nicht geeignet. Man hätte die Antwort der Verwaltung erst abwarten müssen. Aber unsere Position ist nach wie vor, wir lehnen diesen Vorschlag ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.